Da kann ich mich auch noch daran erinnern, und zwar, das war ein Sonntag früh. Und ich war gerade unterwegs, ich wollte ins Grüne raus mit meinem Fahrrad und kam an einer Schranke in Tegel vorbei. Da war ein Anschlag und da stand drauf, dass die Mauer errichtet wird und dass wir damit rechnen müssen, dass wir also nicht mehr den Ostsektor betreten dürfen. Irgend so eine Mitteilung. Das war ein Sonntag früh, ein Sonntagmorgen. Und da waren wir natürlich völlig perplex. Wir haben das nicht für möglich gehalten, dass man uns dort den Zugang zu Ostberlin verwehren könnte. Und es ging ja eine Zeit lang auch noch, dass man als Westberliner durchkam. Ich habe nämlich zu der Zeit in Kreuzberg gearbeitet und bin dann mit dem Fahrrad über die Friedrichstraße gefahren. Da musste man also über die Chausseestraße in Wedding, da bin ich über die Friedrichstraße gefahren und kam dann irgendwann in Kreuzberg aus Ostberlin wieder raus und ich konnte ja fahren. Die haben mich kontrolliert beim Reinfahren, beim Rausfahren und durfte durch. Aber die Ostberliner konnten auf einmal nicht mehr die Übergänge passieren. Und das hat mich schon sehr bedrückt. Da kann ich mich erinnern, dass ich dann an der Chausseestraße irgendwo von einer Frau angesprochen wurde, die fragte mich danach, ob ich Westberliner bin und ob ich ihr einen Brief bestellen könnte. Sie kann ja jetzt nicht mehr raus. Das wäre jemand in Spandau. Und dann hat die mir tatsächlich einen Zettel mitgegeben und darauf stand dann irgendeine Mitteilung an eine Verwandte, die jetzt in Westberlin in Spandau wohnt. Das habe ich mitgenommen, natürlich, da. Und habe es dann auch bestellt. Also ich bin dann hingegangen zu zum Adressaten und habe den Brief dann abgegeben oder diesen Zettel. Daran kann ich mich noch erinnern, da war dieses Ereignis, das ganz klar zu erkennen, hier kann ein Mensch, der in Ostberlin wohnt, auf einmal nicht mehr durch die Grenze, die neu entstandene Grenze, zu einem Verwandten nach Spandau. Das ist mir heute noch in Erinnerung, dass ich damals, ich habe mir nichts dabei gedacht, es war auch sicherlich nicht gefährlich, denn ich habe ja da nichts transportiert, was also irgendwie gefährlich sein könnte, aber ich habe es gemacht, weil ich der Frau eben helfen wollte.